Hallo liebe Werder-Fans, moin, herzlich willkommen hier zu meinem nächsten Video. Heute kaufen wir zusammen das neue Trikot. Ich weiß noch nicht genau, welches es wird. Also entweder das Stadttrikot, das mega geil aussieht, aber auch das Auswärtstrikot finde ich nicht so schlecht. Wir machen auf jeden Fall jetzt gemeinsam einen Ausflug mit meiner Mutter, die mitkommen will und sich auch mal die neuen Trikots anschauen möchte. Und ja, notfalls werde ich mir vielleicht sogar beide Trikots holen. Genug angespart habe ich. YouTube Money läuft, nein, Spaß. Ich verdiene natürlich gar kein Geld hier mit YouTube, mache es ja alles nur just for fun. Und ja, aber ich würde mal sagen, jetzt geht's los erstmal zum Fanshop. So, und jetzt sind wir gerade über die Erdbeerbrücke gerast, sind auch schon gleich da und ich bin nicht allein, jetzt ist auch meine Mama am Start. Lebenslang grün-weiß. Die hat mir damals übrigens mein erstes Werder-Trikot gekauft, das war das, oder geschenkt besser gesagt, zu Ostern 2005. Das Torwart-Trikot von Andi Reinke, das schöne rote mit dem Kick-Werbelogo. Ja, und jetzt bin ich schon groß und erwachsen und werde mein Trikot heute selber bezahlen. Und wir sind jetzt auch gleich da und deswegen gibt es jetzt hier einen kleinen Schnitt. So, wir sind jetzt hier am Trainingsgelände, also vom Weserstadion gleichzeitig natürlich auch, und gehen jetzt in den Shop. Drin werde ich allerdings nicht so viel filmen, weil da ja auch andere Kunden sind und das könnte halt hart nervig für die sein. Außerdem ist mir das dann auch ultra unangenehm. So, und wir gehen jetzt erstmal rein. Und holst du dir auch was? Oh, ich weiß noch nicht. Ich hätte gerne so einen Mund-Nasen-Schutz. Aber ich glaube, die sind ausverkauft. Ja, glaube ich auch. Die waren sehr begehrt. Die gab es nur ganz kurze Zeit. Für eine ganz kurze Zeit. Aber gut, jetzt gehen wir erstmal rein und gucken, was es so gibt. Ich mach kein langes Geheimnis drum, welches Trikot ich genommen habe. Ich habe genau das genommen, was ich eigentlich nicht nehmen wollte. Das ist das Heimtrikot. Ich finde das Motiv extrem geil und die weißen Streifen sehen gar nicht so schlimm aus wie auf den Bildern. So, ich hoffe, man kann es ganz gut erkennen. Das Starttrikot gab es leider nicht mehr, das bestelle ich mir vielleicht auch mal irgendwann anders. Und das Weiße war einfach halt, weil es so schlicht war, sehr durchlässig und das finde ich immer nicht so schön. So, zweites Objekt, was ich mir geholt habe. Dieses T-Shirt hier, weil ich wollte mir so neue T-Shirts kaufen gehen, weil ich nicht mehr so viele habe. Die sind aber ein bisschen durchgetragen und deswegen habe ich hier heute entschieden, drei T-Shirts noch mitzunehmen. Einmal hier, das weiß mit dem grünen Streifen. Dann haben wir hier noch einmal ein ähnliches, einfach mit Werder Bremen Schriftzug. Sehr schlicht und einfach, aber finde ich super schick. Ich mag die Kombination und weiß natürlich und steht mir ja auch ganz gut. Und dann hier in Ockergrün sozusagen oder Olivgrün, keine Ahnung. Auch nochmal ein wunderschönes Werder Bremen Shirt. So, der große Shopping-Tag ist vorbei. Hat es auch dir gefallen? Ja, auf jeden Fall. Das war spannend. Und du hast eine ganz gute Ausbeute gemacht, ne? Ja, du hast ja leider nichts geholt. Da war dann auch ein bisschen die Zeit knapp. Ich glaube, du guckst da immer gerne ein bisschen länger. Ja. Ja, meine Mama war nämlich sogar im Viertel, als wir den Klassenerhalt gerade so noch geschafft haben und hat da auch dementsprechend die Stimmung miterlebt. Wie hast du das alles erlebt in Bremen und was war das einfach für eine Emotionswelt für dich, als wir den Klassenerhalt fixiert haben? Boah, da wird mir jetzt auch ganz heiß und kalt. Und das war unheimlich toll, dabei zu sein, so dass wir im Viertel feiern konnten und da war eine super Stimmung. Und alle haben sich einfach nur gefreut, dass wir es geschafft haben. Und ja, war auch ein unvergessliches Erlebnis mit Werder. Total schön. Ja, wir haben das ja alles auf der Couch erlebt, das habt ihr ja gesehen, David und ich. Ja, Werder hat jetzt auch viele neue Spieler geholt, ne? Und Kofeld bleibt jetzt auch Trainer. Glaubst du, das wird nächste Saison ein bisschen besser laufen als dieses Jahr? Ja, mit den neuen Spielern, das ist immer so, man muss das immer erstmal abwarten dann, weil ich denke, das ist immer ganz stark davon abhängig, wie das Team dann sich zusammenfindet auch und wie die zusammenspielen, gar nicht die einzelnen Spieler. Und da hoffe ich,
dass es von Anfang an gut klappt, dass es da so ein Teamgefühl gibt und dass wir dann ordentlich im Weserstadion wieder jubeln können. Auf welchem Tabellenplatz landen wir? Auf dem 10. Da lege ich mich jetzt mal fest. Oh, das war sehr pessimistisch sogar noch. Also ich habe ja in meinem letzten Live-Video gesagt, wir landen auf dem Europa-League-Platz. Aber gut, ich bin immer viel zu optimistisch. Du bist da ja ein bisschen realistischer. Und dann schauen wir mal, welche Prognose eintrifft, die von meiner Mutter oder mir. So, liebe Werder-Fans, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Ja, das war mein Shopping-Tag mit meiner Mutter in der Werder-Fan-Welt. Das neue Trikot, jetzt habe ich es auch nochmal für euch angezogen. Ja, lasst ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Abonniert den Kanal für mehr Werder-Videos, mehr Werder-Content. Und schreibt gerne mal eure Meinung in die Kommentare, welches Trikot ihr am schönsten findet und ob ihr euch schon eins von den neuen Trikots bestellt habt. Wenn ja, lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ciao.